Das Modell ist jetzt, denke ich, bestimmt 3 Jahre alt und zeigt ist eine Art Machbarkeitsstudie für das geplante Einkaufszentrum. Wir nehmen die Grundstückskosten, wir nehmen die Entwicklungskosten, wir nehmen die Baukosten, addieren das aufeinander und gucken, was wir das dann verkaufen können. Also das ist eine Projektentwicklung. Ich kann auch schlecht dem Eigentümer sagen, hier, wenn der das wegreißen will, dann kann ich da nichts gegen machen. Ich bin alleine, ich habe keine Lobby, ich habe kein Geld, ich kann keinen, ich sag mal, ich stehe halt vorm existenziellen Nichts. Das hat ein Stück verloren. Aber ich denke dir nur erzählt, was hier drin hängt, da haben wir nichts mit zu tun. Das ist das Herzstück des Stadtbezirks Ehrenfeld, des Stadtteils sowieso. Und da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Da möchte ich schon die Menschen, die hier auch leben, dass sie mitreden können. Es geht ja auch um ihren engeren Lebensraum. Wem gehört das Viertel? Ihnen oder uns? Sind da irgendwo sozial geförderte Wohnungen oder Wohnungen, die einfach nur in dem Preissegment sind, dass da Studenten leben können, dass da große Familien leben können? Wie kommen Sie auf die Idee, dass das hier in Ehrenfeld gebraucht wird, dass das hier läuft, dass es hier funktioniert und warum bauen Sie nicht was anderes? Das Problem ist, dass man offensichtlich bestimmten Einzelhandel nur in einer größeren Massierung ansiedeln kann oder man lässt es. Es gibt diese beiden Varianten. Man kann nicht ein bisschen machen. Ich glaube, die wissen auch, dass es hier um mehr geht als einfach nur um Spekulantentum und einem Supermarkt, der hier hin soll, sondern hier soll ein Stück der Seele von diesem Viertel rausgerissen werden.